Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch die letzte, also die fünfte und letzte Seite von unserem Mini-Album gestalten. Die ersten vier, da haben wir ja soweit den Grundaufbau, da fehlt dann jetzt nur noch die Deko. Und heute machen wir gemeinsam Seite 5. Genau, ich habe mir das hier wie immer schon mal zurechtgeschnitten. Designpapier. Einmal als Deko. Ich möchte da wieder so einen Verschluss machen. Und genau, ich tue mal eben das Papier zur Seite. Also was ihr an Cardstock benötigt, ist für die Seite nicht so viel. Ich möchte da auch wieder ein Wasserfallelement machen. An Cardstock braucht ihr halt einmal die Grundseite, die 21 x 22 cm misst. Dann möchte ich oben noch eine Klappe dran machen. Die misst 18. Ja, und die Breite ist halt ein bisschen schmaler als 20, dass sich das gut klappen lässt. Also ich habe jetzt hier 20,8 genommen. Und dann noch eine Einstecktasche. Das habe ich einfach aus einem Reststück. Also wir nehmen uns wieder die Grundseite und falzen an der einen Seite bei einem Zentimeter bzw. 3/8 Inch. Genau. Und bei dieser Seite, die soll nach oben geklappt werden, legen wir uns die einmal so an, dass hier die kürzere Seite ist und hier die längere. Und falzen an der Seite bei einem Zentimeter bzw. auch 3/8 Inch. Und genau, das war von dem Cardstock soweit schon mal die Falzarbeit. Dann knicken wir uns einmal die Falzlinie nach. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt das Wasserfallelement. Dafür bräuchte ein etwas längeres Stück. Ich habe jetzt hier ungefähr 38 cm. Und genau, dann braucht ihr hier auch 5x Designpapier. Ich habe jetzt hier die Maße genommen, dass da 9x13 die Fotos drauf passen, also ungefähr ja, 9,6x13,6. Und dann messt ihr euch erst einmal hier ein Stück ab, sodass das komplett drauf passt. Und ab da fangen wir an zu falzen und machen hier die erste Falz, das ist dann bei 3/7 Achtel, falzen wir einmal und dann alle 2 cm. Ich habe mir das jetzt hier mit dem Lineal abgemessen gehabt, eine Markierung gesetzt und dann gefalzt, weil die Inchangaben ein bisschen anders sind. Da müsst ihr sonst gucken, oder ihr, wenn ihr das Falzbrett habt, nehmt ihr einfach 1, 2, 3, 6 Achtel Inch ungefähr. Das heißt, wir falzen jetzt von hier an, also von hier an, alle 2 cm. Dass ihr am Ende 5x gefalzt habt, dann kann das Falzbrett nämlich wieder weg. Ja, dann knickt ihr euch hier die Linien, das einmal alles schön nach, dass ihr hinterher hier sowas habt. Dann klappt das nämlich am Ende besser, wenn ihr das schön am besten in beide Richtungen einmal knicken. So, dann legt ihr euch das so aufeinander, dass ihr hier unten ja, die Rückseite habt, dass die länger ist und die Vorderseite ist sozusagen die etwas kürzere, dass man später hier dran ziehen kann. Und dann kleben wir uns jetzt das Designpapier hier drauf. Die erste Seite, die wird komplett aufgeklebt. Also komplett auf die ganze Fläche. So, und bei den anderen gebt ihr nur auf das obere Stück hier etwas Kleber. Also immer an die obere Falz, an der oberen Falzlinie orientieren und dann, ja, ich nehme jetzt hier doppelseitiges Klebeband. So,
dann würde das am Ende so aussehen. Genau. Jetzt kleben wir hier das Designpapier drauf. Und zwar, genau, die untere Seite, die nehmen wir komplett. Also hier kommt jetzt das, was später unten sein soll. Dann nehme ich jetzt hier die rosanen Blümchen. Ja, und dann wird das einmal hier oben kurz vor die Falz gelegt und aufgeklebt. Ja, und jetzt kleben wir die anderen nur hier oben an die Kante. Das heißt, ihr legt euch jetzt, zieht die Schutzfolie ab, legt euch das kurz vor die obere Falz, guckt, dass das hier in etwa gerade ist und drückt das an. Genau, dann die nächste Seite. Das ist im Prinzip fünfmal das gleiche, beziehungsweise viermal das gleiche und eine Seite halt komplett. So. Und die obere Seite auch. Hier bei der oberen Seite nochmal schön darauf achten, dass das oben gerade abschließt. Genau, und dann habt ihr das jetzt einmal so beklebt. Ja, jetzt könnt ihr das schon fast auf die Seite aufkleben. Das heißt, ihr nehmt euch eure Grundseite. Hier müsst ihr jetzt als allererstes euer Designpapier draufkleben. Weil sonst ja, im Nachhinein geht das nicht mehr. Das heißt, wir kleben jetzt hier einmal mittig unser Designpapier auf die Seite drauf. So. Genau, und auf die Rückseite, ne, wir machen erst den Wasserfall, dann haben wir das. Und hier soll jetzt das Wasserfallelement drauf. Ihr legt euch das einmal hier mittig, dann braucht ihr noch einen Streifen. Da habe ich jetzt hier ein Reststück genommen von dem Designpapier und das legt ihr einmal hier bündig daran. So wird er später zusammengeklebt. Genau. Das heißt, wir geben jetzt auf diese Seite eine Bahn doppelseitiges Klebeband ganz oben hin. Und mehr wird hier eigentlich gar nicht festgeklebt. So, das heißt, ihr habt jetzt hier an dem oberen Stück eine Bahn doppelseitiges Klebeband und hier jeweils an den Rand. Das misst jetzt auch 8 Inch lang. Da könnt ihr, wie gesagt, ein Reststück nehmen. Wichtig ist nur, dass das breiter ist als hier die ja, Fotomatten sozusagen. So. Ja, jetzt legt ihr das noch einmal hier so hin. Ich achte jetzt hier darauf, dass das gerade liegt und mittig, also hier links und rechts der gleiche Abstand ist. Und klebe mir jetzt als erstes das hier auf. Dafür gucke ich, dass das, da ich jetzt hier ein kariertes Papier genommen habe, kann man sich da ganz gut dran orientieren. Jetzt ziehe ich mir hier die Schutzfolie ab. Klebt das einmal fest. Das machen wir auf beiden Seiten. Genau, wichtig, dass das gerade ist. So, dann habt ihr das so, dass das hier noch hinterlocker ist.
Und jetzt achten wir darauf, dass die untere Kante bündig auf dem Streifen liegt und kleben das fest. Das heißt, wir ziehen jetzt die Schutzfolie ab und legen uns das hier mittig hin und kleben das jetzt so auf, dass hier die Kante bündig zu dem Streifen hier ist, also zu dem Bienchenpapier. Und wenn ihr dann jetzt hier dran zieht, habt ihr hier ein Wasserfallelement. Genau. Hier könnt ihr auch noch einmal, wenn ihr nicht noch einmal halt nachknicken, dann fächert sich das besser auf. Bei dem anderen Album habe ich nur 1 Zentimeter hier oben genommen als Klebestreifen. Das ist etwas wenig, dann fächert das nicht so schön. So 2 Zentimeter sollte man das schon nehmen. Genau, dann habt ihr jetzt hier das soweit fertig. Hier unten könnte man ja noch einen Pfeil oder so drauf malen, dass man weiß, dass man hier dran ziehen muss. So, dann ist die Vorderseite fertig. Jetzt drehen wir uns die Seite einmal um. Dann nehmen wir uns das, was wir hier eben schon gefalzt haben, einmal zur Hand und schneiden uns die Klebelaschen, schrägen uns die oben an. Die Seite wird jetzt einmal hier oben bündig drauf geklebt. Also machen wir Kleber auf die Klebelasche drauf. Jetzt wird das hier einmal bündig. Ich habe jetzt ein bisschen, der Klebestreifen ist jetzt ein bisschen zu breit. So, einmal hier oben bündig dran kleben. Und dann möchte ich hier direkt Designpapier drauf kleben. Genau, da nehme ich jetzt das hier. Und hier unten soll nämlich später noch eine Einstecktasche rein. Genau. Das ist wieder ein Reststück. Das passt hier dann in etwa ganz genau. Ich muss jetzt hier noch 1 Millimeter eben abschneiden. So. Wichtig ist, dass das nämlich hier nicht über die Falzlinie kommt, sonst könnt ihr die Seite später nicht mehr knicken. Genau, also das kommt jetzt hier drauf. Dann das Designpapier. Also ich möchte das nämlich so, dass wir hier unten später wieder das als Halterung haben. Das möchte ich mit einem Brett hier drauf befestigen. Das heißt, wir kleben uns jetzt erstmal hier oben noch das Designpapier drauf. So. Genau, dann braucht ihr noch ein Brett. Das hatte ich ja jetzt hier mit dabei. Da suche ich mir jetzt einfach einen raus. Ups. Ja, ich nehme jetzt hier den gelben. Und zwar bevor wir jetzt das Designpapier hier auf dieses Stückchen kleben, befestige ich mir hier den Brett, damit der hier hinter später nicht stört. Das heißt, wir kleben uns jetzt das einmal als Tasche hier unten an. Das heißt, wir machen wieder einmal links, unten und an der anderen Seite ein bisschen Kleber dran und achten jetzt darauf, dass das
bündig überall abschließt. Einmal andrücken. So, und dann habt ihr hier nämlich jetzt schon die Einstecktasche drauf. Und bevor wir jetzt, wie gesagt, das Designpapier hier drauf kleben, klappen wir das einmal runter und schauen uns jetzt, dass das mit dem Brett klappt. Ich habe mir gedacht, ich mache das da, wo die Blume ist, damit man das hier runter machen kann. Das heißt, ich mache mir jetzt hier einmal ein Loch rein. Dann stecken wir den Brett hier durch. Genau, dann in etwa gucken, wo ihr das hier die Spitze rauskommt. Da macht ihr euch sonst eine kleine Markierung. Und dann macht ihr euch da auch ein Loch. Ich habe jetzt gerade nichts anderes, deswegen nehme ich einen Zirkel. Genau, und dann habt ihr das im Prinzip hier dran befestigt. Einmal umklappen und dann könnt ihr jetzt euer Designpapier unten auf die Klebelasche, auf die Einstecktasche aufkleben. So, das heißt, ihr habt jetzt hier den Brett hinter und dann kleben wir uns das auf und dann stört nämlich diese Kante später nicht, wenn man hier was reinstecken möchte. So, und wenn wir jetzt die Seite hier runterklappen, wird das jetzt so gehalten. Wenn man das hier runter schiebt, kann man die öffnen. Und wieder davor, ja, dann bleibt das, dann springt das nicht direkt auf. So, jetzt müssen wir nur noch auf die Seite Designpapier kleben. Das mache ich jetzt mal eben. So, also dann haben wir auch die letzte Seite fertig. Die sieht jetzt so aus. Hier vorne habt ihr den Wasserfall. Wenn wir dann die Seite umklappen, haben wir hier einmal den Verschluss mit dem Brett. Da können wir das Mädchen so nach unten schieben und dann können wir das hier aufklappen. Und dann habt ihr hier noch die Einstecktasche. Genau, so, das heißt, wir haben jetzt alle fünf Seiten fertig. Das sind die fünf Seiten, die wir jetzt gemeinsam gestaltet haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, ja, zum Cover. Dass wir das Cover machen und dann die Seiten einkleben. Genau, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachbasteln.